Liebe Freundinnen und Freunde, es ist gut 30 Jahre her, dass Sie hier auf der Glienicker Brücke dank Helmut Kohl und den mutigen Montagsdemonstranten zum ersten Mal über die deutsch-deutsche Grenze durfte. Seitdem hat sich gerade in Ostdeutschland sehr viel entwickelt, worauf wir als Union stolz sein können. Aber mich erfüllt es mit großer Sorge, dass Extremisten aller Art versuchen, dieses Erbe der deutschen Einheit zu missbrauchen und den Menschen ihre Zuversicht zu nehmen. Ich möchte, dass wir, dass die CDU die Partei der Einheit bleibt, mit einem mutigen Bekenntnis zu Freiheit, zu künftigem Wohlstand und zu Verantwortung für Deutschland.